Hallo Yogi-Freunde, wir sind's wieder, euer Robert. Und euer Dirk. Ja, und heute haben wir die Besten von den Besten aus Dimension Force. Wir stellen euch unsere Top 10 der Karten aus Dimension Force vor. Viel Spaß. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Eröffnen wollen wir das Spotlight natürlich ordnungsgemäß mit der Auflösung unseres letzten Gewinnspiels. Und bei unserem Spotlight zu Ghost from the Past 2 darf sich freuen der Aramis Richter. Herzlichen Glückwunsch! Premium-Kommentarschreiber. Ja, richtig. Aber auch dieses Mal haben wir wieder einen super tollen Preis für euch in der Verlosung. Genau, nämlich haben wir einmal von Ultimate Guard die Boulder Deckbox für 60 Double-Sleeve-Karten oder halt noch mehr eine Single-Sleeve. Mhm. In wunderschönem Blau und passend dazu auch von Ultimate Guard wunderschöne blaue Katana-Hüllen. Ja, und weil wir heute besonders spendabel sind, legen wir noch einen drauf, nämlich die offizielle TCG-Player. Cap von Ultimate Guard, in Kooperation mit Ultimate Guard, legen wir auch noch oben drauf in passendem, ja, Blau und Grau. Ja, alles in Blau heute. Ja, richtig, genau. Wir sind halt voll Blau heute. Ja, hoffentlich nicht so sehr. Ja, auf die eine oder andere Weise vielleicht schon. Yugi-Blau. Ja. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr auch nur drei einfache Dinge getan haben. Genau, ihr müsst das Video liken, den Kanal abonnieren und einen netten Kommentar schreiben. Genau, dann seid ihr auch schon in der Verlosung mit dabei und wir drücken natürlich wieder allen Teilnehmern ganz kräftig die Daumen. Toi, toi, toi. Ja. Ja, seit unserem letzten Spotlight haben wir ein bisschen was noch an anderem Material für euch geliefert. Unter anderem nochmal eine Ausgabe des Just Chattings-Formats. Wunderschönen Quassel-Streams. Genau, der jetzt eine kleine Pause machen muss. Mhm. Aber dafür haben wir wieder Platz für die Besten. Und in dem Fall die besten Fische haben du und Christian vorgestellt. Ja, was man da so die Besten nennt, ne? Ja. Die Fische sind jetzt nicht überragend stark. Aber war also sehr viel, sehr witziges Video. Gut, man muss aber auch sagen, die Auswahl an Fischen ist ja auch ein bisschen begrenzt im Vergleich zu anderen Themen. Also von daher. Drachen oder so. Zum Beispiel. Ja, wir brauchen mehr Fische. Genau, wir brauchen mehr Fische, genau. Das könnte auch vielleicht schon bald passieren, wer weiß. Mhm. Genau, außerdem haben wir beiden ja auch schon mal im Vorfeld vor dem offiziellen Release von Dimension Force ja das neue Therion-Thema vorgestellt und durften auch schon ein Pre-Release-Opening machen. Also von daher. Ja, waren wir schön fleißig, genau. Deswegen gibt es auch heute kein Opening zum offiziellen Release von Dimension Force, sondern... Weil das haben wir ja schon gemacht. Richtig, genau. Wir werden heute unsere persönlichen Highlights mal vorstellen, so mit den besten Karten unserer Meinung nach, die es sich lohnt, aus diesem Set sich mal zuzulegen. Bevor wir dazu kommen, wollen wir erstmal ein paar Kommentare von eurer Seite wieder vorlesen. Ihr habt mich wieder fleißig getippert. Ja. Diesmal nicht ganz so viel an Kommentaren, beziehungsweise nicht ganz so lange Kommentare. Mhm. Aber der erste kommt von Sir Toby oder Thobi. Thobi. Nee, ich glaube Toby. Ja. Raubpflanze Ambulomelides. Ich habe es extra vorher schon ein paar Mal gelernt. Zungenbrecher, ja. Genau, die Raubpflanze Ambulomelides sieht aus wie Visa Flur auf Agro. Freue mich schon wieder auf dieses Set. Ja, er hat recht. Ja, absolut. Passt so. Das passt, ja. Ja, das passt wirklich gut. Und ja, der Raubpflanzen-Support, der ist ja auch nicht. Ja, da kommen wir noch zu. Genau. Das ist richtig. Und der nächste Kommentar ist auf jeden Fall für dich. Ja. Ja, genau. Und dann der kommt von dem guten Falarino, der ja auch sehr fleißig ist, schreibt, die Karte Musik Sumo Würfelspiele finde ich zu krass. Die kann man ja einfach neben dem eigenen Exis-Monster beschwören mit 5 Materialien und dann reicht es schon eine 1 zu würfeln und man hat das Duell auch schon gewonnen. Wenn es denn mal so einfach wäre. Och, so schwer ist das, glaube ich, gar nicht mal. Also ja, man muss schon ein bisschen Glück haben, weil der Zufall entscheidet ja auch, wie viele Felder sich das Sumo-Monster halt auf dem Spielfeld bewegt. Genau. Aber wenn man dann so ein paar Exis-Monster mit ein paar mehr Materialien hinlegt, beziehungsweise auch den Würfelwurf beeinflusst, weil dafür gibt es ja auch ein paar Karten, die das halt können. Ist halt die Frage, wie konstant das dann alles wird. Das ist halt wieder die andere Frage. Aber so grundsätzlich die Idee hinter der Musik-Sumo-Würfelspielkarte finde ich aber schon genial. Ja, ich finde die total witzig. Ja, also ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren und vielleicht auch mal mit zu den Locals mitbringen, einfach nur aus Spaß, um die Leute zu ärgern. Dann spielst du wieder so ein Trolldeck wie dein Bambusschwert. Ja, natürlich. Und da gibt es keine Welt fürs Eins. Ja, also von daher eine echt witzige Karte und mal schauen, wie gut man daraus was Lustiges basteln kann. Ja. Dann haben wir noch einen Kommentar von unseren internationalen Zuschauern. Richtig, denn die haben wir ab und zu auch mal vertreten. Ist halt die Frage, ich weiß jetzt nicht, woher er kommt, aber er spricht auf jeden Fall nicht Deutsch und hat nichts auf Deutsch geschrieben. Es ist von Mr. Not That Famous und wir machen dich jetzt hier famous. Richtig. Er schreibt, not in English, so I will simply watch with sound off to show support. Thanks for the upload. Thank you for the upload. Mhm. Für diejenigen, die im Englischen jetzt nicht mächtig sind, übersetzen wir das nochmal kurz. Denn er schrieb, nicht auf Englisch, daher schaue ich einfach mal mit ausgeschaltetem Ton, um euch zu unterstützen. Danke für den Upload. Ja. Vielen Dank dafür, dass du uns Support gibst. Thank you very much for your support. It was a pleasure and it will always be a pleasure for us to bring in new uploads with interesting content. Ja.
Wobei einige Leute gesagt haben, bei uns kann man super zuhören, auch wenn man davon im Spiel keine Ahnung hat. Richtig, ja. Oder wenn man auch gar nicht zugucken möchte, kann man sich auch das Ganze einfach nur tontechnisch als Podcast anhören. Das haben wir auch schon gehört. Erstmal haben wir die Videos lang genug, dass man das bei einer langen Auto- oder Zugfahrt hören kann. Zum Beispiel. Außerdem reden wir dafür sehen wir ja sehr viel. Ja, das stimmt. Also, wir erklären so oder so alles, was da gerade auf dem Bild passiert. Also. Richtig, deswegen braucht man gar nicht mal unbedingt großartig Bild, sondern der Ton reicht meistens. Genau. Schon aus. Gut, dann kommen wir jetzt zu den allgemeinen News für diese Ausgabe. Oh ja. Und den Anfang machen wir hier mit ein paar kleinen News-Updates bezüglich der deutschen Meisterschaft, die ja am 18. und 19.06. in Bochum stattfinden wird. Und inzwischen sind auch schon seit einigen Tagen, beziehungsweise einigen Wochen sogar schon, die Ticketverkäufe online geschaltet worden für die ganzen Meisterschaften. Für die deutsche Meisterschaft wird es auch langsam dünne, was die Tickets angeht. Da sind auch weniger als 100 Tickets übrig. Von daher, ich weiß gar nicht, wie viele da vorher waren. Ich kann es dir auch nicht genau sagen, wie viele insgesamt verkauft worden sind bisher. Es stand auf jeden Fall bei begrenzte Teilnehmerzahl und es ist halt mit Maskenpflicht. Ja. Ist verständlich, wird wahrscheinlich dann in der Halle ein bisschen warm, aber muss man dann halt mal erleben. Ja, muss man halt mal durch in dem Fall. Auch ich denke mal, dass auch die Halle gut klimatisiert sein wird, um das nicht ganz so extrem zu haben. Und sonst kann man ja auch zwischen den Runden noch ein bisschen an die frische Luft gehen. Vielleicht sind wir diesmal nicht so viele Leute, dass wir auch nur in der Halle spielen und nicht wie das letzte Mal in Bochum, dann auch vor der Tür. Da waren halt sehr viele Leute. Richtig, also von daher, da wird man mit Sicherheit die Kapazitäten ein bisschen begrenzt haben, einfach auch um das Ansteckungsrisiko vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Deswegen halt auch die 3G-Regeln und die permanente Maskenpflicht in der Location. Also macht euch das auf jeden Fall bewusst. Und ganz wichtig auch hier, die Decklisten für das Event kann ausschließlich online über die Neuron-App eingereicht werden. Also von daher, falls ihr noch keine COSI bzw. Card Game Network ID habt, um auch da entsprechend die Neuron-App einzurichten, solltet ihr möglichst zeitnah einmal den Laden eures Vertrauens aufsuchen, der das OTS-Programm auch begleitet, um euch da dann entsprechend eine Card Game Network oder COSI ID zu besorgen und die entsprechend mit der App zu verknüpfen, damit ihr auch dann zeitlich dann eure Deckliste hochladen und auch entsprechend dadurch dann passend dafür bewerben könnt für die Nationalmeisterschaft. Also beziehungsweise dann die Deckliste einreichen. Genau. Muss ich noch machen. Ich weiß gar nicht, letztes Mal, als ich geguckt habe, war es noch nicht freigeschaltet. Wird, denke ich mal, ein paar Tage vor dem Event passieren spätestens. Also das hoffentlich nicht, dass ich das nachher vergesse. Nein, also sollte noch frühzeitig passieren. Also da wird es auch vielleicht noch mal eine Info geben. Wir halten mich auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es dann soweit ist. Ne, noch sind ja ein paar Wochen Zeit, bis Bochum wieder ihre Pforten für die Yugi-Spieler öffnet. Aber denkt schon mal frühzeitig daran, euch die Decklisten halt online, also auf der Neuron-App halt zu erstellen, damit ihr sie auch entsprechend frühzeitig einreichen könnt. Gibt es zumindest keine Leute, die dann beim Anmelden da überall stehen mit ihren Bögen und alle Leute, die Decklisten schreiben. Richtig. Sieht man nämlich immer wieder so viele Leute von. Ah, ich muss doch schnell verändern, ne? Hier. Ja, genau. Vor allem auf die Frage, habe ich jetzt noch eine Karte bekommen von meinem Deck oder eben nicht? Ja, genau. Ne? Das ist so die Klassiker. Ich habe gedacht, die Karte kommt noch. Kumpel wollte die mitbringen, hat er nicht. Das sehen wir alles. Genau, das sind dann die Klassiker da. Genau. Also ich bin auf jeden Fall da. Ich habe mich schon angemeldet. Ja, ich werde auch vor Ort sein, allerdings dann wieder auf der anderen Seite, nämlich auf der Schiedsrichterseite. Von daher. Er gehört zu den Bösen. Hallo. Ist doch wahr. Wir sind hier die Richter, die alles in Ordnung halten. Sag ich doch. Die Richter und Henker. Du bist dann ein Henker. Ich bin der Oberhenker hier. Ja, du bist der Henker. Gut, aber kommen wir weiter zu weiteren Infos, die wir so bekommen haben in den letzten Tagen. Und zwar gibt es neue Spoiler zu dem Legendary Duelist, The Duelist of the Pyroxene. Das hört sich so nach Feuer an. Ja, nicht so ganz, eher nach Kristallen teilweise. Mhm. Aber hier haben wir in dem Fall Support für das Morphotronisch-Thema angekündigt bekommen. Das war ja auf dem Cover ja auch schon ersichtlich mit dem neuen Werkzeugdrachen und dem Abbild von Leo auf dem Pack. Der Werkzeugdrache kriegt ja auch schon Support. Genau, der kriegt auch quasi eine neue Version. Den haben wir auch schon vorgestellt, den neuen Werkzeugdrachen. Und auch die Morphotronisch-Karten kriegen Zuwachs mit den neuen Kärtchen. Aber das ist noch nicht alles, was wir in diesem Set erwarten dürfen, nämlich auch die Amazonisch-Karten kriegen neuen Support. Das ist auch irgendwie so unerwartet. Finde ich gut. Mhm. Ja, finde ich auch sehr gut. Vor allem das Thema braucht auch ein bisschen Support. Und Amazonas Warrior Chief ist hier, glaube ich, ein sehr, sehr guter Anfang. Denn die gute Dame kann speziell beschworen werden, wenn man keine Monster oder nur amazonische Monster kontrolliert. Und wenn sie erfolgreich beschworen wird, dann setzt sie eine amazonische Zauberfalle bzw. eine Polymerisation aus dem Deck.
Also die Karte wird mit Sicherheit auch in anderen Decks gespielt, nicht nur amazonisch. Ja, man muss aber auch berücksichtigen, wenn man sie halt beschwört und ihren Effekt benutzt, dann darf man für den Rest des Spielzuges nur noch mit amazonisch Monstern angreifen. Von da muss man sich halt gut überlegen. Going First ist das auch egal. Da ist das wieder was anderes, richtig. Von daher muss man mal gucken, ob und wie sich die Amazonas Warrior Chief halt außerhalb des amazonisch-Themas dann halt macht. Mhm. Aber trotzdem eine sehr coole und interessante Karte, vor allem, weil sie das Thema wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Ja, super. Dann kriegen wir noch ein bisschen ein paar News oder wie ist es jetzt hier vorhin? Ich glaube, es ist einfach nur mehr News zu Battles of Legend Crystal Revenge. Genau. Oder ist das jetzt der deutsche Name von dem Animation Chronicle 2022? Genau, also in Japan heißt das Set ja Animation Chronicle 2000 irgendwas. Das ist halt so das Set, wo Supportkarten für wieder Charaktere bzw. für Themen aus der Serie veröffentlicht werden. Das war ja letztes Jahr bei uns das Brothers of Legend, ja, wo der neue Kuribo-Support enthalten ist. Und dieses Jahr wird das Set halt Battles of Legends Crystal Revenge heißen und wieder ein paar interessante Sachen mit sich bringen. Genau, nämlich wir haben von das Yu-Gi-Oh! 5Ds von Yanagi die Archäologie-Karten. Genau, mit dem Kristallschädel und vielleicht auch die Ashoka-Säule, die haben sie noch nicht angekündigt, aber sowas wie Stonehenge zum Beispiel. Jetzt weiß ich auch wieder, welche Karten das waren. Ja, 5Ds habe ich nämlich nur ein bisschen geguckt. Ja. Also wer das Duell damals gesehen hat, das war, glaube ich, noch relativ am Anfang der Serie, wo dann Yusei dann in die Facility gekommen ist und da sein erstes Duell bestreiten musste und dann das Deck halt von Yanagi genommen hat. Ne? Also die Piri-Reis-Karte haben wir ja schon, die gibt es ja bei uns schon und jetzt kriegen wir noch ein paar mehr von diesem Archäologie-Thema von Yanagi halt spendiert. Und da auch cool finde ich halt auch, dass die Fluchreflexionspuppe mit dabei ist. Die sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ja, die gibt Effektschaden an den Gegner einfach rüber. Immer? Noch einmal pro Zug, also einmal, wenn man den Schaden erhalten würde. Aber trotzdem, kann recht witzig sein. Nicht schlecht. Mhm. Genau, dann kriegen wir weiteren Insekten-Support aus dem Yu-Gi-Oh! Sechsel-Anime, unter anderem auch das nächste Fake-Nummer-Monster, Fake Nummer 3, den fetten Moskito bekommt man da. Und auch die Sternkrieger, die man aus dem Arc 5-Anime von Iggy Alo kennt, da gibt es ja auch schon einige dieser Sternkriegerkarten, also der Erobererstern und wie sie alle heißen, dieses Fusionskrieger-Thema mit Licht- und Erdekrieger-Monstern, da kriegen wir auch weiteren Support. Die haben ja irgendwie auch so überhaupt noch nichts gemacht. Hoffentlich wird das dann mal ein bisschen besser. Ja, auf jeden Fall, weil das Thema finde ich durchaus interessant. Das ist auch wieder mal so ein bisschen abseits was von den anderen Themendecks, sag ich mal. Und auch so ein etwas, sag ich mal, Underdog-Fusionsthema. Ne? Also von daher. Bei Fusion ja momentan auch noch nicht genug Support bekommt. Ja, in dem Fall ist es ein bisschen was anderes, so ein bisschen aber. Viel Aufmerksamkeit, ja. Ja, aber speziell das Thema kann durchaus diesen Support noch vertragen, wie ich finde, und der lässt sich durchaus ganz gut spielen. Ja, schauen wir mal. Aber wir kriegen auch noch was richtig Schönes. Ich vermute mal irgendwo, voraussichtlich am 3.11. steht hier sogar. Die heißt nämlich Holiday Box 2022. Ist eine Anlehnung an die Secret Shiny Box, die ja letztes Jahr zu Weihnachten in Japan erschienen ist. Wobei, waren es nicht einfach drei unterschiedliche Secret Shiny Boxen? Es waren sogar drei unterschiedliche für die drei Themendecks, die entsprechend dort drin vertreten waren. Genau. Nämlich Mayakashi, das Himmelsjäger-Thema und auch die Hexwerker. Und die Holiday Box, die wir dann voraussichtlich im November irgendwann bekommen, enthält dann wieder Booster-Päckchen mit jeweils 5 Ultra-Rare-Karten. Und zusätzlich kriegen wir sogar noch eines von 6 unterschiedlichen, Kartenhüllen-Designs mit insgesamt 70 Hüllen pro Päckchen. Jetzt kann man wieder Hüllen sammeln, das finde ich gut. Genau. Auch angelehnt an diese drei Deckthemen. Also zweimal für jedes Deckthema kriegen wir halt dann unterschiedliche Hüllen spendiert. Finde ich ziemlich cool. Bin mal gespannt, was das dann für Artworks werden. Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon drauf. Und vor allem wird es auch ausgewählte Karten in diesem Booster-Päckchen auch in Pharaos Rare geben. Also wieder mit diesem Hieroglyphen-Print. Die man halt bei den letzten Karten nicht wirklich gut erkennen konnte. Die sahen einfach aus wie Ultra-Rares. Ja, ein bisschen schon. Man musste sie ja schon wirklich sehr gut halten, damit man diese Pharaos Rare erkennen konnte. Und eine Kagarian Pharaos Rare? Wenn sie in Pharaos Rare drin ist. Das ist ja noch nicht gesagt. Welche denn sonst davon? Wir werden sehen. Okay. Dann geht es weiter mit einem weiteren OCG-Produkt, wo noch nicht ganz klar ist, ob wir das auch so in der Form bekommen, nämlich das Pharaonic Legend Pack. Und dort kriegen wir weiteren Support, angelehnt an die Themen von Marik, Ishizu und Odion, die sehr stark halt Richtung Grabwächter und auch Fallenmonster gehen. Ja, die kommen aus Duel Monsters, also kann man die hier mit Sicherheit gut verkaufen, die Karten. Ja, mit Sicherheit. Ne? Vor allem ist der Support auch gar nicht mal so zu verachten, weil wir damit auch eine Sucherkarte für dauerhafte Fallenkarten bekommen. Oh. Ja, also von daher lohnt es sich da auf jeden Fall mal ein bisschen näher reinzugucken und wie, in welcher Form wir die Karten selber bekommen, bleibt mal abzuwarten. Ist aber auf jeden Fall nicht ganz uninteressant, vor allem, weil auch eine von den Zauberkarten aus diesem Pack durchaus den Friedhof auch ein bisschen ähnlich wie das Tal der Toten blockieren kann, allerdings mit dynamischen Effekten.
Oh, das ist nicht ohne. Schick. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann kriegen wir noch ein neues Structure Deck. Ja, Fansupport. Ja, Legend of the Crystal Beasts. Mhm. Das hört sich doch schon mal richtig spaßig an. Ja, und da ist der Name auch Programm, nämlich die Kristallungeheuer kriegen da weiteren Support. Das Structure Deck selber hat natürlich wieder Reprints von den ganzen Kristallungeheuer-Karten, mhm. aber auch ein paar neue Karten sind mit enthalten. Unter anderem wurden jetzt ein neuer Zauber und zwei neue Fallenkarten angekündigt. Unter anderem auch ein themeneigenes feierliches Urteil, das man unter gewissen Voraussetzungen halt aktivieren darf. Mit einem kleinen Bonuseffekt, mit dem wir Kristallungeheuer-Karten in unsere Zauber- und Fallenzonen platzieren dürfen. Ja, klar, warum nicht? Ja. Brauchen genau. die auch nicht oder so. Nein, klar, man will ja auch Regenbogendrache noch schneller auf dem Feld haben. Natürlich. Am besten irgendwie so going first oder so. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ja. Genau, aber einen haben wir noch. Genau, nämlich das übernächste Hauptset. Genau, für uns das übernächste Hauptset. Ja. Das ist nämlich jetzt angekündigt worden, also der Support, der darin kommt. Das Set heißt Darkwing Blast und es ist tatsächlich Schwarzflügel-Support angekündigt worden. Und ich habe es, glaube ich, beim letzten Spotlight schon gesagt, als wir nur den Namen hatten, da ist mit Sicherheit Schwarzflügel-Support drin. Musste das eigentlich ist kommen. Zu erwarten. Ja, es ist halt wieder so ein Fan-Favorite-Thema, das Schwarzflügel-Themendeck und dementsprechend war auch fast damit zu rechnen, dass wir neuen Support bekommen. Und er kann sich durchaus sehen lassen und vor allem das Coole an dem neuen Support ist, der Fokus wird ein bisschen mehr wieder auf den schwarzgeflügelten Drachen halt gelegt. Also von daher bin ich da auch froh, dass wir da ein bisschen mehr Support in die Richtung bekommen und auch der restliche Support, der ja schon angekündigt wurde, der ist nicht ganz ohne. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall auch später mal Richtung Darkwing Blast zu gucken, weil Schwarzflügel-Fans kommen da auf jeden Fall voll auf ihre Kosten. Bestimmt. Da ist mit Sicherheit noch wieder so ein Gofu drin oder so. Irgendwas, was man wieder schön abusen kann. Mal gucken. Mal gucken, sagt er. Gut, aber jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem Best-of von Dimension Force. Wir haben ja schon ein bisschen im Vorfeld in das Set ja reingucken dürfen und haben schon einige Karten entdecken können. Und jetzt wollen wir mal die Gelegenheit nutzen, zusammen mit dem offiziellen Release-Termin euch mal so unsere persönlichen Highlights aus diesem Set vorzustellen in Form eines, ja sag ich mal, Doppel-Top-10. Genau. Mehr oder weniger. Das ist irgendwie so eine Top 18, glaube ich. Ja, gut, wir haben ein paar Karten auch zusammengefasst bei unseren Plätzen, weil sie sich einfach als einzelne Karte nicht unbedingt ausreichend hervorgehoben haben, beziehungsweise einfach viele Sachen auch gleichwertig gut zu betrachten sind und auch gut im Zusammenhang stehen. Mhm. Deswegen haben wir so ein bisschen unsere Top 12 pro Person quasi halt zusammengestellt. Ja. Und wollen euch jetzt mal platzweise unsere Favoriten aus dem Set mal vorstellen. Ich muss ja sagen, es ist nicht unbedingt eine Reihenfolge, für die ich mich jetzt entscheiden kann, weil es einfach einige Karten sind für das Deck gut, andere Karten sind für das Deck gut. Und da würde ich jetzt nicht sagen, die habe ich jetzt lieber als die. Ich finde die Karten auf dieser Liste einfach alle toll. Ja. Ich würde mich jetzt nicht entscheiden können, welche ich davon lieber hätte. Ja, wir haben sie zwar jetzt erstmal nach Plätzen nummeriert. Ja, aber das heißt, irgendeine Reihenfolge brauchen wir. Ja, genau. Genau, irgendwie eine Reihenfolge brauchten wir. Aber das sagt jetzt nichts unbedingt über die Spielstärke letzten Endes halt aus, sondern einfach vielmehr unsere persönlichen Favoriten, wie wir sie halt ungefähr legen würden. Grob. Genau. Also nagelt uns nicht auf die Spielstärke der jeweiligen Karten halt fest, weil die stimmt nicht unbedingt. Weil damit fange ich ja gleich schon mal an. Ja. bei mir auf Platz 10 steht der himmlische Drache Titanomachia. Der ist halt erstmal, hat ein extrem geiles Artwork und nur deshalb habe ich den in dieser Liste gepackt. Er sieht einfach aus wie ein Kaiju aus der Serie, wie King Ghidorah. Einfach ein riesiger, dreiköpfiger Drache. Sein Effekt ist jetzt nicht unbedingt das wahre. Man muss auf jeden Fall drei Stück im Friedhof haben davon. Und es ist... Es ist einfach dieses geile Artwork und er wird halt nur eine kommen. Das heißt, an dieses Artwork zu kommen, wird gar nicht so schwierig. Richtig, also man hat sehr gute Möglichkeiten, sich diese Karte zuzulegen, auch als Playset, weil sie durch eine Karte einfach super günstig wird. Und dafür, dass er nur eine kommen ist, sagt halt auch schon ein bisschen was über die Spielstärke aus. Der wird jetzt nicht übertrieben stark. Genau. Ist schon mal keine Bedeutungslosigkeit der Eitelkeit. Richtig, genau. Aber trotzdem sollte man nicht unterschätzen, wenn man ein passendes Deck sich um den Kollegen halt aufbaut, dann kann er schon ordentlich Rambazamba machen. Ja, dann kann natürlich fies sein, aber... Aber ist jetzt nur wegen dem Artwork in dieser Liste. Genau. Bei mir auf Platz 10 positioniert sich die Sylvanische Tanzpion, weil die finde ich als Pflanzensupport wirklich mega stark, weil sie nicht nur in das Sylvanisch-Thema sich gut integriert, sondern generell Pflanzenthemen wirklich sehr, sehr gut unterstützt. Denn mit ihrer Fähigkeit, mit der sie halt bis zu zwei Pflanzenmonster als Spezialbeschwörung halt quasi halt beschwören kann, macht sie natürlich sehr guten Feldvorteil, beziehungsweise baut unser Feld weiter auf, was natürlich bei einigen Decks ganz interessant sein kann.
Gerade Pflanzensupport ist ja auch sehr rar gesät in dem Fall. Kleiner Wortwitz am Rande. Deswegen freue ich mich auch darüber, dass Sylvanische Tanzbion den Weg zu uns gefunden hat, weil sie einfach Pflanzendecks einfach einen ordentlichen Push gibt. Ja. Sie ist auch relativ einfach zu beschwören mit zwei Pflanzenmonstern als Material. Das macht sie ja wirklich sehr, sehr gut. Und auch von ihrem Effekt her kann sie Pflanzendecks durchaus ja, ein bisschen zu weiterem Ruhm verhelfen, hoffe ich mal. Hoffentlich. Mhm. Als wenn Pflanzendecks noch nicht genug hätten. Richtig. Ich besiege die nur wieder. Genau, damit du wieder Pflanzenmörder tituliert werden kannst. Ne? Genau. Als nächstes haben wir dann ein wunderschönes Rang Stufe 9 Synchromonster, der marine Drachenmech, passend zum zinnoberfarbenen Drachenmech, halt das ein schickes Gegenstück. Ja. Und der kann im Grunde einfach, wenn er spezial beschworen wird, also egal wie, einfach so viele gegnerische Karten wählen oder Monster wählen, sind es Monster oder Karten, sind offene Karten, dann wie man Empfänger im Friedhof hat und die einfach alle bis zum Ende des Spiels annullieren. Ja, das ist schon ziemlich frech. Ich finde das voll gut. Ja. Also quasi ein vom Grab, nee, nicht vom Grab gerufen, sondern kein dunkler Herrscher mehr, nur halt limitiert auf eine bestimmte Anzahl Karten. Und je nachdem, wie lange der Zug dauert oder die Runde, ist das halt auch für alle Karten. Ja, richtig. Kann sogar sehr spielentscheidend sein, insbesondere wenn man halt dann ein paar Zauberfallenkarten blockieren kann, die potenziell einen auf den Keks gehen können. Also von daher ist das gar nicht mal so unübel. Mhm. Und genauso wenig unübel ist auch mein Platz Nummer 9, nämlich der Psi-Endbestrafer. Das ist wieder ein super schönes, generisches Stufe 11 Synchro-Monster. Lass mich mal eben hier in unserem Stream gucken. Weil der Deck integriert sich wieder in ein Deck wie metaphysisch relativ gut, weil zum einen ist er generisch beschwörbar. Mhm. Mit Stufe 11 komme ich eigentlich auch sehr gut klar, weil mit meinem Ragnarok Stufe 4 Empfänger plus einem Stufe 7er metaphysisch Monster kann ich ihn halt super einfach bauen. Aber das Coole an seinem Effekt ist einfach, solange wir weniger Lebenspunkte als der Gegner haben, dann bleibt diese Karte erstmal von allen aktivierten Effekten des Gegners unberührt, was schon ziemlich frech ist. Außerdem, einmal pro Spielzug können wir 1000 Lebenspunkte bezahlen, dann ein gegnerisches Monster und eine Karte, die wir kontrollieren, wählen und sie beide einfach mal verbannen. Was dadurch hier metaphysisch einfach mega geil ist. Ja, ich sehe schon wieder. Ja. Ja, böse Plays. Ja, ja, und der Oberknaller kommt aber eigentlich, wenn wir auch eine große Differenz an Lebenspunkten haben, vorrangig natürlich auch mehr Lebenspunkte als der Gegner, weil dann geht der Spaß nicht richtig los, denn während der Battlephase oder am Beginn der Battlephase kann der Psi-Endbestrafer seine Angriffspunkte um die Differenz der Lebenspunkte beider Spieler mal erhöhen. So, und wenn wir natürlich im Vorfeld unsere Lebenspunkte mal ein bisschen erhöht haben, vielleicht zum Gegner, dann kann das schon mal einen ziemlich fetten OTK bedeuten. Selbst wenn du den ersten Effekt halt einfach benutzt, oder der zweite Effekt, dann hast du halt immer schon mal 1000 Lebenspunkte weniger und dann hast du das Ding einfach mal 4, 5. Ja. Also von daher eine wirklich coole, generische Synchro-Elf-Monsterkarte, deswegen musste der auch mit auf die Liste drauf. Mhm. Bei mir als nächstes kommt, ist dann Visa Starfrost, das ist auch die Pre-Release-Event-Promo gewesen. Ja. Und der ist ein Lichtkrieger, Stufe 6 und sogar Empfänger. Mhm. Und den kann man ganz einfach beschwören, indem man einfach ein Monster wählt, was man selber kontrolliert, das zerstört. Dann kann man den von der Hand beschwören. Mhm. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Das ist in einigen Decks ziemlich cool. Mhm. Genau, der ist, und man kann den nur einmal pro Runde so beschwören. Oh nein, das ist doof aber auch. Nein. Ja, und wenn dann ein gegnerisches Monster durch Kampf zerstört, dann kann man die ATK der Karte erhöhen um die Hälfte der Grund-ATK und Grund-Def. Oder Grund des gegnerischen Monsters, je nachdem, was höher ist. Mhm. Okay. Gut, aber auf der anderen Tatsache, dadurch, dass er auch ein Empfängermonster ist, kann man natürlich eine ganze Menge Unsinn machen. Und wenn man auch ein passendes Monster mit seinem Effekt vom Spielfeld nimmt, kann man natürlich auch dann den Effekt des entsprechenden Monsters halt triggern, um das vielleicht ein weiteres Monster zu beschwören. Mhm. Und dann hat man sofort eine gratis Synchro-Beschwörung auf was Nettes. Ja, es muss aber leider ein Monster sein, das einen unterschiedlichen Typ und eine unterschiedliche Eigenschaft hat. Also wenn man nicht gerade Lichtkrieger spielt, oder Lichtmonster oder Kriegermonster, dann geht das eigentlich gut. Ja, also wenn ich da zum Beispiel an die losgeketteten Karten denke, Finsternis Unterwäldler. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Das ist sofort zu Christian gesagt. Christian, die Karte ist gut. Ja. Finsternis Unterwäldler. Puff, ich zerstöre ein Monster. Oh, schade, ich kriege sofort ein neues Monster. Synchro. Gut, bei mir oder direkt ja. ein Halki-Fibrax. Ja, oder solche, oder solche Scherze halt, genau. Ja. Bei mir auf Platz 8 tummelt sich der buntäugige Pendelgraf Drache. Das Covermonster. Genau, das Covermonster und das erste Ritual-Pendelmonster, was halt auch ein ziemlich cooler, ja, sag ich mal, Beigeschmack oder sag ich mal Nebeneffekt ist. Weil das war so die erste Mischpendelform, die uns noch gefehlt hat, weil sonst haben wir so ziemlich alle anderen Monstertypen ja auch schon durch. Ne? Es fehlen dann nur noch so Pendelfallenkarten. Ja, und ein Pendel-Link-Monster fehlt noch. Ja gut, okay. Ja, da kommen wir noch hin. Genau. Nichtsdestotrotz haben wir hier wirklich ein sehr, sehr gutes neues Ritualmonster, also beziehungsweise Ritual-Pendel-Monster, der als Pendeleffekt sogar sich selber plus halt ein Ritualzauber mehr oder weniger auf die Hand geben kann, was schon ziemlich frech ist. Mhm. Na, aber auch ansonsten mit seinem Effekt kann er auch dem Gegner halt ein bisschen halt ärgern. Und ja, ist halt generell für rituallastige Themen oder auch für Pendel-Themen auch ganz interessant, denke ich mal. Vor allem, weil man auch so einen kleinen Ritual-Touch auch mit reingeben kann. Mhm. Was zum Beispiel für das Libromant-Thema interessant sein könnte. Ja, auch wieder Support kriegen. Richtig.
Jetzt weiß ich, was in dieser Liste bei uns beiden fehlt. Ja. Irgendwie will keiner die Bromanten spielen. Ja, gut. Wir haben halt unsere persönlichen Favoriten ja, halt rausgenommen. Stimmt. Also die Bromant hat guten Support bekommen. Das muss man durchaus nochmal hervorheben. Auf jeden Fall. Aber für uns selber war es halt nicht so im Fokus deswegen. Ja. Ich habe auch weiß auch nicht, wie gut das Deck vorher war. Ich habe es dann auch nie gespielt. Da fehlte aber noch zu viel. Deswegen konnte man es auch nicht übermäßig gut spielen. Okay. Also als nächstes habe ich dann die zwei Raubpflanzen-Link-Monster, nämlich Raubpflanze Triantis und Bufolicula. Du meinst die Pendelmonster, aber ja. Ja, genau, die Pendelmonster. Die anderen Extra-Deck-Dinger da. Genau. Die Pendelmonster. Im Grunde kann man mit den Dingern einfach ohne normale Störung zu machen hungrige Fusionsdrachen machen. Nämlich sagt der, wo ist mein Zettel? Da. Sagt die Triantis, nämlich wenn die in der Pendelzone liegt, kann man, und man ein finsternes Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung beschwören möchte, kann man auch Monster in der Pendelzone einfach als, oder Karten in der Pendelzone, einfach als Monster auf dem Spielfeld betrachten lassen. Und der Bufolicula, der sagt, man kann während der Mainphase einfach ein finsternes Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung vom Extra-Deck beschwören und dafür Monster von der Hand oder Spielfeldseite als Fusionsmaterial verwenden. Respektive den Pendelzonen, wenn man halt Triantis hat. Genau. Also von daher ist das halt ziemlich frech, vor allem weil beide noch einer von den beiden sogar noch einen ziemlich guten Monster-Effekt hat, denn wenn er als Fusionsmaterial benutzt wird, kann er sich sogar noch ein finsternes Pendelmonster vom Extra-Deck wieder der Hand hinzufügen. Also geht man nicht mal wirklich mit Nachteil halt raus. Man kriegt quasi eine gratis Fusionsbeschwörung, indem man einfach nur die beiden Karten in die Pendelzone legt und dann die Fusionsbeschwörung durchführt. Und dann kann man noch so ganz viele Normalbeschwörungen machen. Ja, und noch andere lustige Dinge. Also ja, sehr, sehr guter Support auf jeden Fall, auch für das Raubpflanze-Thema. Habe ich mir auch schon zugelegt, weil... Ja, es sind zwei Commons. Ich hoffe einfach, dass ich die aus meinem zwei Displays ziehe. Ja, sollte keine großartige Schwierigkeit darstellen. Drück mir zu Hause die Daumen. Gut, ich widme mich in der Zwischenzeit meinem anderen Themendeck, was auch in diesem Set jetzt komplett neu drin ist, nämlich dem Therion-Thema. Und hier habe ich einmal Therion Bulle Ain und Therion König Regulus, also mit die stärksten Vertreter des Themas, meiner Meinung nach. Ja. Ich wollte mich jetzt nicht auf den Regulus halt einschränken, weil als Secret Flag-Karte ist natürlich entsprechend ein bisschen schwieriger. Mhm. Unterstützt dafür aber auch so ziemlich jedes Maschine-Themendeck. Ja, also das ist halt schon ziemlich gut, das ist das eine halt. Aber den Therion Bullen Ain darf man auch nicht vergessen, denn gerade für kriegerlastige Themendecks kann er durchaus eine interessante Option sein, weil er selber auch als Kartenremover fungieren kann mit seinem Effekt. Deswegen ist er auch da auf einer ähnlichen Stufe für mich wie der Regulus, denn wie gesagt, Krieger sind ja auch in vielen Decks gut vertreten. Und wenn man mal so ein Feuer-Themendeck nimmt, wie zum Beispiel die Flammenätende Ritter, da kommt der Bullen Ain sogar noch ein kleines Stückchen besser. Also von daher... sollte man sich diese beiden Karten auf jeden Fall zulegen. Der Ain ist ja sogar als Kamm-Karte sehr, sehr einfach zu kriegen. Nur der Regulus ist halt ein bisschen schwieriger. Dafür unterstützt er aber auch dann eine komplett andere krasse Themendecks, wie zum Beispiel Cyberdrache oder auch alle anderen Erdemaschinen, wie zum Beispiel Züge oder Endloskette. Also von daher... Können wir froh sein, dass er nur Stufe 8 ist und nicht Stufe 10. Richtig, weil dann wäre er richtig brutal. Also nur Stufe 8. Stufe 8 ja auch voll schlecht ist. Ja, aber in der Stufe kann man noch ein bisschen schrauben, wenn man es richtig anstellt. Also hier zwei meiner persönlichen Favoriten bei dem Therion-Thema. Ja, bei mir kommt als nächstes, passend zu den Raubpflanzen, der Hungergift Raubpotenz-Fusionsdrache. Und die denken sich immer neue Namen aus für neue Hungergift-Fusionsdrachen. ich bin beeindruckt. Ich find's gut, ich will noch mehr Support davon haben. Auf jeden Fall ist der wird immer als Raubpflanze-Karte behandelt, was es wirklich schon mal cool macht. Ja. Außerdem kann man einmal pro Spielzug, wenn der Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, einfach ein Monster auf dem Spielfeld wählen, was eine Raubtier- Zellmarke hat, das einfach als Tribut anbieten und den Effekt annullieren. Und Raubtier-Zellmarken kriegt man ganz einfach auf gegnerische Monster. Richtig, dafür gibt es mehr als genug Effekte bei dem Raubpflanze-Thema, deswegen ist es auch kein Problem, auch mal ein gegnerisches Monster wegzuopfern. Genau, das ist in dem Deck sehr einfach, einfach den gegnerischen Monster klauen und einen Effekt annullieren. Ja. Das ist voll böse. Außerdem, falls der dann durch eine Karte des Gegners auf den Friedhof gelegt wird, kann man einfach ein finsternes Monster Friedhof werden auf die Hand nehmen. Spezial beschwören. Ja, noch besser. Damit kann man ihn selber auch wieder beschwören. Er ist nämlich Finsternis. Ja. Läuft, okay. Das sehe ich jetzt gerade so. Es ist nur ein finsternes Monster. Ja, ja, schön. Ja, macht Spaß. Was sagst du jetzt? Ja. Was du jetzt noch? Wenn ich das Deck selber spiele, dann ja. Wenn ich dagegen spielen muss, vielleicht nicht unbedingt. Das sehen wir ja dann. Ja. Das hört ihr dann. Ja, aber wo du ein finsternes Fusionsmonster mit aufgenommen hast, da habe ich auch ein finsternes Fusionsmonster auf meinem Platz 6, nämlich Alba Lenatus, den Abgrunddrachen. Meins ist zwei Stufen höher.
Ja, aber auf die Stufe kommt es nicht unbedingt an, denn der Effekt ist auch nicht ganz zu verachten. Denn aber Linatus, der Abgrunddrache, ist halt auch nicht wirklich zu verachten, denn er kann halt auch gegnerische Drachenmonster für seine Fusionsbeschwörung als Material benutzen, denn er benutzt auch halt ein oder mehr beliebige Drachenmonster. Und ja, mal gegnerische Drachen wegzufusionieren, kann schon mal ganz witzig sein. So, im Albers Mirabash wäre das böse. Ja, richtig. Vor allem, wenn der Gegner dann meint, auch er wäre mit einem Dragoner und einem, ja, einem Masquerade halt ziemlich sicher, dann sagt einfach Super Poli, nö. Und ich denke einfach nur den Gefallenen von Albers einfach daneben und dann geht der Spaß jetzt so richtig los. Weil der Dragoner ist Hexer. Verdammt, du hast recht. Ja. Na gut, dann halt nur der Masquerade. Aber der ist ja auch schon böse. Ja, richtig. Und wenn der Gegner dann zum Beispiel noch den Spiegeljahr auf dem Feld hat, der ist nämlich tatsächlich ein Drache. Mhm. Oder war das der Lubellion? Ja, einer von denen war kein Drache, ne? Ja, genau, der Lubellion war. Also einer von den beiden ist ein Würmer und der andere ist ein Drache. Gut, aber trotzdem hat man noch mehr als genug Ziele, um halt gegnerische Drachen halt wegzufusionieren. Und sonst halt außerhalb des Mirror Matches halt gegen Albers und Despia gibt es auch andere Drachen-Themendecks, über die man sich gerne halt freut, wenn sie als Material dann halt fungieren dürfen. Genau. Ja, aber das soll es auch erstmal zu dem guten Drachen gewesen sein, weil der kann da noch ein, zwei lustige andere Sachen, denn der kann für jedes Material, das man benutzt hat für seine Beschwörung, sogar entsprechend viele Monster angreifen. Was auch schon frech ist. Erst die ganzen Monster vom Gegner klauen und dann so oft angreifen, das ist ja echt mies. Ja, aber er kann halt nur gegen Monster angreifen, also von daher ja, muss man da doch ein bisschen sich zurückhalten. Ja gut, irgendwo muss man ja dann Abstriche machen. Ja, das ist richtig. Tja, und wir wollen auch nicht vergessen, dass er noch einen Sucheffekt für Polymerisation oder einen normalen Fusionszauber hat. Aber leider erst in der Endphase, also... Ja gut, aber als Backup für den Folgezug gar nicht mal so verkehrt. Mhm. Das Spiel läuft aber heutzutage so schnell, es gibt keinen Folgezug. Das ist richtig. Leider, muss man sagen. Ja, das macht die Karte halt nicht so over the top. Wenn er das jetzt so hätte, sobald er auf den Friedhof gelegt wird, dann Halleluja. Ja. Dann bräuchten wir auch keinen Kettenkobold mehr. Das ist richtig. Gehen wir mal weiter zu Platz 5. Genau, da geht es dann weiter mit Dinomorphia, nämlich den Rexterm und die Raserei. Mhm. Der Rexterm, der ist, ich liebe ihn. Der ist ein Fusionsmonster, das halt Dinomorphia-Fusionsmonster und ein Dinomorphia-Monster als Material braucht. Und der braucht halt keine zwei Monster aus dem Deck. Und das finde ich so gut, weil das Material aus dem Deck, weil die halt nur zwei Main-Deck-Monster haben, ist halt so schnell weg. Ja, das ist leider richtig. Aber da hilft auch die Dinomorphia-Raserei, den Rexterm auch gut auf das Feld zu bekommen. Und wenn man den Rexterm auf dem Feld hat, dann hat man quasi einen wandelnden Kräfteraum, wenn man auch entsprechend wenig Lebenspunkte hat. Genau, denn mit den einzelnen Effekten kommt man ja sehr schnell selber runter auf 2000 oder 1000 Lebenspunkte. Ja. Der sagt nämlich einfach, der Gegner kann keine Effekte von Monstern aktivieren, die er kontrolliert und deren ATK größer oder gleich den eigenen Lebenspunkten sind. Mhm. Das ist halt in dem Deck gar nicht so schlecht. Ja, das macht echt eine ganze Menge Spaß, weil den dann wegzukriegen könnte gar nicht mal so einfach sein, weil mit 3000 Angriffspunkten, das ist schon nicht ganz ohne. Genau, der kann auch noch witzige andere Sachen, nämlich kann er als Schnelleffekt die Hälfte der Lebenspunkte bezahlen und die ATK aller Monster, die der Gegner kontrolliert, bis zu gleich meinen eigenen Lebenspunkten werden lassen, was in dem Deck halt auch ziemlich wenig wird. Ja. Mal geht das auch im Damage-Step, was halt fies ist. Ja. Und falls er durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wird, kann man Dinomorphia-Monster Stufe 6 oder niedriger vom Friedhof beschwören. Yay, also von daher nochmal Follow-up, falls er doch mal das Feld verlassen sollte. Genau. Ja, ich hingegen habe mich jetzt auf Platz 5 auf eine Fallenkarte mal konzentriert, die durchaus eine sehr interessante Interruption sein kann, gerade gegen Combo-Decks, nämlich Ichirokus Hauptbuch habe ich hier mal mit aufgenommen. Die habe ich deswegen aufgenommen, weil sie hat bis zu zwei gegnerische Monster wählt und sie bis zur Endphase verbannt. Der Gegner bekommt zwar halt dann 1000 Lebenspunkte pro verbanntes Monster, aber gerade gegen Combo-Decks kann Ichirokus Hauptbuch ganz interessant sein, um einfach mal Kombos zu unterbrechen. Und Monster mal temporär zu verbannen, ist da eigentlich somit so eine der effektivsten Möglichkeiten, neben sie halt wieder ins Deck zurückzuschicken. Ja. Weil wenn sie verbannt sind, dann können sie teilweise nur sehr schwer weiterverwendet werden. Beziehungsweise müssen halt bis zum nächsten Zug halt warten, bis sie halt dann halt Ärger machen können. Aber dann ist es meistens schon vorbei, gerne mal für den Gegner. Gerade wenn du irgendwo am Anfang so eine Kombo hast und der halt noch schwache Monster da liegen hat, die verbannst du und dann kommen die in der Endphase wieder und dann kannst du in deinem Spielzug einfach drüber rennen. Richtig, also von daher hat die in der Karte eine ganze Menge Potenzial durchaus. Vor allem in so einem Side-Deck oder so. Auf jeden Fall, also als Side-Deck-Karte würde ich sie definitiv sehen wollen, einfach um halt Combo-Decks ein bisschen auseinanderzunehmen. Mhm. Ne? Gerade Decks, die halt auch ein bisschen Feld auch brauchen, um halt ihre Kombos auch spielen zu können, kann man halt mit Ichirokus Hauptbuch dann durchaus mal brechen und dann einfach mal dem Gegner dezent auf den Keks gehen. Brechen, sagt er. Ja, die nächste Karte haben wir tatsächlich zusammen. Richtig, die haben wir gemeinsam. Nämlich der Yakuza Herr der Acht Donner. Und den habe ich im Grunde auch erstmal nur angeklickt, also nicht vom Namen her, weil der gehört zu keinem Archetype, sondern einfach wegen diesem unglaublich coolen Artwork. Ja. Der sieht dann auch wieder super geil aus. Der hat aber noch einen ganz schönen Effekt. Nämlich kann man ihn einfach von der Hand spezial beschwören, indem man ein Monster der Stufe oder des Rangs 8 vom Friedhof verbannt.
Das ja, ist super easy. Ja, und wenn man an so denkt, ne, man schmeißt eine kleine Gefahr-Engine in so ein Deck rein oder man spielt blauäugig, wo man sowieso per se schon viele Stufe 8 und Rang 8 Monster hat oder andere Decks wollt. Oder auch Despia Albers, wo ja auch Level 8 Fusionsmonster oder auch andere Level 8 Monster auch sehr gut vertreten sind. Genau, wenn die halt im Friedhof sonst nichts mehr können, kann man die einfach verbannen und das Ding specialen. Der ist halt Würm, Licht und Licht ist halt gut. Würm ist jetzt, ja, ist egal. 2000 ATK und Death, gut, damit angreifen würden wir mit dem wahrscheinlich eh nicht so viel, sondern eher so wegsießen oder Link. Außer man nutzt natürlich seinen weiteren Effekt, denn er kann nämlich ein Ritual Fusion Synchro oder Exis Monster der Stufe bzw. des Rangs 8 vom Friedhof wählen, es ins Deck zurückmischen bzw. ins Extra-Deck und dann entsprechend dem Typ der Karte, die wir zurückgemischt haben, nutzt er einfach einen seiner beiden Effekte. Nämlich bei einem Ritual oder Fusionsmonster ziehen wir eine Karte, was schon mal ganz nett ist. Ja. Bei einem Synchro oder Exis Monster hingegen bekommt unser Drache, in Schrägstrich Würm, 1000 Angriffspunkte obendrauf. Ja, das ist voll gut, würde ich sagen. Ressourcen recyceln, Angriffspunkte oder extra Karten bekommen. Läuft. Ja, klar. vor allem die Karte ziehen, das ist echt gut. Ja. Ritual. Ja gut, Fusion ist natürlich gar nicht so schlimm. Das geht ja wohl. Ja, Ritual, ja, ist so eine Sache. Achter Ritual ist jetzt nicht ganz so oft vertreten, aber... Es muss ja nicht mal... Ja, doch. Ja. Ja, aber selbst es muss ein Achter-Ritual sein. Ja, aber selbst dann. Das, wenn man irgendwo Achter-Ritual spielt, kann man die Karte auch benutzen. Ja, und da gibt es mit Sicherheit ein, zwei Themen, die auch Achter-Ritual-Monster haben. Chaos Max Rain. Zum Beispiel. Ihr seht's, ne? Ja, ich mache dann einfach direkt mal weiter mit meinem nächsten. Mhm. Nämlich, es geht dann wieder zum wunderschönen Zombie-Support. Ja. Das ist der rotäugige Zombie-Drachenheer. Mhm. Und ich fand den so geil, ich habe den Effekt vergessen. Er braucht auf jeden Fall einen Zombie-Empfänger, ist also nicht super generisch. Ja, ist eine Stufe 10 Zombie-Drache-Synchro-Monster. Nein, nur Zombie, nicht Drache. Zombie-Synchro-Monster. So, er hat zwei Drachen im Namen, aber es hat ein Zombie-Monster. Ja, ja. Und er kann aber pro Spielzug einen Zombie vom Friedhof wiederbeleben, einfach mal, weil er Bock drauf hat. Aber nee, nur während des Spielzugs des Gegners. Ja, aber das reicht ja auch schon. Ja, und falls er sich im Friedhof befindet, können wir einfach ein Zombie-Monster verbannen, was wir kontrollieren, und den halt zurückholen. Ja. Und ein 2-8er Beatstick, der jede Runde quasi wiederkommen kann und auch im gegnerischen Zug weitere Zombie-Armee beschwören. Vor allem im gegnerischen Spielzug Zombie vom Friedhof beschwören. Und dann noch sowas wie ein Jacko Bolan oder sowas. Ja. Boah, das ist total schön. Ja. Also das macht schon Spaß. Und der ist halt nur Stufe 10. Ja. Und mit dem neuen malischer Prügler ist das ja voll einfach. Ja, und dann noch den unsterblichen Drachen noch dazwischen hast, dann kann das richtig Spaß machen. Genau. Also, ne, es funktioniert. Ja, der Zombie-Support in dem Set ist wirklich gut. Ja, das kann man definitiv festhalten. Ich hingegen habe mich mir dafür eine kleine Konteroption entschieden, die auch super als, ja, vielleicht sogar als Main-Deck-Option herhalten kann, aber mindestens eine gute Side-Deck-Karte nämlich darstellt, nämlich Doppel-X-Ausschluss. Die Karte ist insofern einfach richtig einfach und auch simpel vom Effekt her, denn wenn der Gegner einen Monster-Effekt in seiner Hand aktiviert, annulliere jene Aktivierung, dann, falls der Gegner Karten in seiner Hand hat, wirfst du eine Karte seiner Wahl, also der Wahl des Gegners, von seiner Hand ab. Das heißt, wenn der Gegner meint, damit eine Aschenblüte und freudiger Frühling oder eine Effektverschleierin dich ein bisschen ärgern zu wollen, sagst du einfach nö und klotzt ihm sogar noch eine extra Handkarte. Wenn er noch welche hat, ja. Wenn er noch welche hat, ja. Also das kann halt doppelt wehtun für den Gegner. Von daher haltet euch die Karte auf jeden Fall warm. Sie ist sogar super einfach zu bekommen, weil es nur eine Kampfkarte ist. Mhm. Also als Side-Deck-Option macht die auf jeden Fall mindestens Spaß, wenn ihr wisst, dass der Gegner viele Handfallen spielt. Und einige Decks, die tendieren ja auch dazu, viele Handfallen zu spielen. So Himmelsjäger beispielsweise. Aber auch andere Decks stopfen ja gerne ihre Decks noch ein bisschen mit Handfallen voll. Von daher ist da Doppel-X-Ausschluss durchaus eine valide Option, die man auch wohl mindestens im Side-Deck spielen sollte. Nicht also unbedingt gut gegen Danger zu verwenden, weil wenn die dann abgeworfen werden, haben die halt auch wieder Effekte. Und ja, die Effekte in der Hand, die kannst du halt so oft machen, wie du willst. Das ist halt richtig. Also da muss man schon den Einsatzpunkt von den Karten natürlich richtig abpassen. Mhm. Aber gegen so störende Handfallen, wie gesagt, ist die Karte einfach nur Bombe. Ja. Und dann habe ich als nächstes natürlich noch wieder mehr Zombie-Support, nämlich Xiangxi, die Spiridao. Mhm. Und mit der kann man im Grunde einfach, wenn die auf dem Feld ist, erstmal ist die Stufe 6 Zombie mit 2000 ATK und 0 Def. 0 Def ist ja typisch Zombies. Mhm. Kann man einfach ein Zombie-Monster von der Hand oder Deck auf den Friedhof legen. Mhm. Und falls die verbannt wird, dann können wir ein Zombie-Monster in unseren Friedhof verbannen und die Karte einfach wieder speziell beschwören, aber dann unter das Deck legen, wenn sie das Spielfeld verlässt. Ja, was aber trotzdem okay ist, weil vom Deck kriegt man sie auch relativ schnell wieder auf den Friedhof, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Genau. Und es ist einfach, die kann einfach ein Zombie-Monster vom Deck auf den Friedhof legen, das halt. Ja. Einfach so zusätzlich zu dem Zombie des Gleichklangs einfach noch eine gute Karte. Noch mehr Zombies halt. Ja, ist eine super Karte. Ja, absolut.
Mit meinem Platz 2 gehe ich ein bisschen, sag mal, wieder in den allgemeineren bzw. in den Pendel-Support. Und da tut sich natürlich die Karte jenseits des Pendels sehr stark hervor. Quasi als Ersatz für den mit Edelmetamorphose Elektromid, den wir immer noch nicht wiederbekommen haben, der nach wie vor noch auf der Bannliste schlummert. Da wir aber jetzt ganz guten Support in diesem Set bekommen für Pendelmonster, glaube ich auch nicht, dass der jetzt erstmal gebraucht wird. Nein, heute. Weil alleine jenseits des Pendels ist da wirklich ein absolut adäquater Ersatz für den Elektromiten. Mhm. Also wer Pendel-Fan ist, der wird auf jeden Fall mit jenseits des Pendels sehr, sehr guten Support haben. Und der das ist auch nur eine Secret Rare. Ja, gut, das ist halt der wesentliche Nachteil, aber es muss doch irgendwo sowas in der Richtung halt werden, weil ja, die Karte natürlich ist einfach viel zu stark, um sie halt wirklich der Breitmasse zu schenken. Und sie ist halt auch nur gut für Pendelkarten. Zumal kann man sie nur mit Pendelmonster beschwören, zumindest ein Pendelmonster. Ja, und man muss halt berücksichtigen, wenn man ihren Effekt halt benutzt, muss man direkt nach ihrer Beschwörung erst eine Pendelbeschwörung durchführen, weil sonst blockiert man sich halt für den Rest des Spielzuges halt selber. Von daher, das ist so der einzige Knackpunkt an der ganzen Geschichte, aber jedes Pendeldeck sagt einfach, ja, ist kein Problem, mache ich einfach. Also von dann daher. Mache ich das einfach dann, wenn ich die Pendelbeschwörung brauche. Richtig. Ja. Also von daher durchaus eine sehr, sehr starke Supportkarte für jedes Pendeldeck. Von daher kann ich sie auf Platz 2 auch, sag ich mal, guten Gewissens auch als von der Spielstärke her gut platzieren, würde ich sagen. Ja, und die letzte Karte haben wir dann auch wieder für uns zusammen ausgedacht, wo wir dachten, die Karte ist bestimmt gut. Das ist die Schreckensklaue Tryhard und die haben wir tatsächlich in unserem Opening auch gezogen. Ja. Die sieht auch wirklich geil aus. Also, ja, und die sieht nicht nur geil aus, die kann auch ganze Decks auseinander pflücken, denn solange der Tryhard in der Extra-Monster-Zone liegt, werden erstmal alle offenen Monster auf dem Spielfeld, grundsätzlich solange er auf dem Spielfeld liegt, werden erstmal alle Monster auf dem Spielfeld in die Verteidigungsposition geändert. Mit Ausnahme natürlich von Link-Monstern, weil die können nicht in die Verteidigung. Genau. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann erstmal einen 3000er Beatstick da liegen, der auch, solange er in der Extra-Monster-Zone liegt, von allen aktivierten Effekten von Monstern in Verteidigungsposition unberührt ist. Nein, das ist ja auch immer egal, wo der liegt. Der nächste Effekt ist erst in der Extra-Monster-Zone. Stimmt, okay, ja, richtig, genau. Das ist gut. Ja, also von daher schon mal ein ordentliches, ja, sag mal, Problemmonster für den Gegner, vor allem weil auch super einfach zu beschwören ist. Wir brauchen nämlich nur 3 Effektmonster für seine Beschwörung. Und das kriegt man eigentlich. Was schwierig. Ja, das kriegt man also sehr gut hin. Und dann kommt eigentlich der eigentliche Spaß, denn wenn er sich in der Extra-Monster-Zone befindet, können wir einmal pro Spielzug ein Schreckensklaue-Monster der Stufe 3 im Friedhof wählen, es als Spezialbeschwörung beschwören und dürfen uns dann noch ein Schreckensklaue-Monster von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Und wer unser Opening schon gesehen hat, der weiß, dass die Schreckensklaue-Main-Deck-Monster-Karten dem Tryhard nochmal ein paar richtig böse Bonuseffekte spendieren. Die können sich einfach in Zone neben einem Schreckensklaue-Monster oder in der gleichen Spalte wie der Tryhard beschwören. In dieselbe Spalte oder eine Spalte daneben, einfach daneben beschwören. Ja. Und wenn man den Tryhard noch so ein paar Bonuseffekte spendiert, wie zum Beispiel durchschlagenden Kampfschaden und er extra selber. Angriffe, Bonusangriffspunkte. Genau, also das macht schon Spaß. Also aber man darf dann leider für den Rest des Spielzugs nichts anderes mehr beschwören, außer Schreckensklaue-Monster. Aber ich glaube, das ist gar nicht damit so. Damit kann man wohl leben. Also das ist ein vertretbarer, sag ich mal, Schwachpunkt der Karte, weil. Ja, wenn man dann den Gegner eh OTK'en kann, ist doch egal, ob man aber beschwören kann oder nicht. Eben, richtig. Also, ja, das. Ich hoffe, das Deck kriegt auch noch ein bisschen mehr Support, weil das gefällt mir so gut. Die Artworks sind echt cool. Also, da kommt noch ein bisschen was. Ja. Da kommt noch was. Also von daher darf man sich darauf freuen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das ein oder andere Deckthema schon mal zuzulegen, weil sie haben durchaus noch zukunftsträchtigen Support, der auch sich absolut sehen lassen kann. Von daher schlagt auf jeden Fall zu. Wir haben es getan, beziehungsweise werden es noch tun. Ja, ich kann meins erst jetzt heute, wenn wir am Release-Datum abholen, mein Zeug und dann ja, nicht nur du, also ich auch. Aber ja, genau. aber du weißt halt schon, welche Karten du kriegst, ich halt nicht. Ja. Ich habe halt nur ein Display und du halt Einzelkarten. Richtig. Von daher, schlagt auf jeden Fall zu. Ich kann das Set definitiv empfehlen. Es sind ein paar interessante Karten dabei, auch für den kleinen Geldbeutel. Das muss man auch nochmal hervorheben. Also lohnt es sich auf jeden Fall dann nochmal reinzuschauen, sich die Karten nochmal einzeln vielleicht auch mal in der Datenbank zu Gemüte zu führen und sich dann seine persönlichen Favoriten zuzulegen. Ja. Und persönliche Favoriten ist ein super Stichwort. Wir wollen mal ganz gerne wissen, was sind denn eure persönlichen Favoriten aus dem neuen Set Dimension Force? Ja, bitte, schreibt ganz viele Kommentare. Genau, schreibt mal fleißig, lasst doch gerne nochmal ein Like da, falls euch unsere Top 10 bzw. Top 20 Liste gefallen hat. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Abonniert auch gerne nochmal unseren Kanal, um auch keines unserer Videos zu verpassen. Jetzt sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal dann wieder. Macht's gut. Tschüss.